Leute, wir sind zurück bei The Legend of Huan 2. The Adventure of Huan. Mit dem guten Miko XC. Guten Tag. In der Huan-Timeline. Wir sind jetzt nicht mehr im zweiten Dungeon. Da werden wir uns noch wieder zurückbegeben. Wir haben aber noch einiges anderes vor, was uns in diesem Part aufgefallen ist, glaube ich. Und mir ist das, ich habe mir, endlich mal Kontrolle geguckt habe, dass wir auch ja den richtigen Weg gehen, habe ich noch mal was gesehen, dass wir vielleicht noch vorher holen sollten. Wäre eine Idee, ne? Wäre eine Idee, ja. Und deswegen müssen wir jetzt noch mal zur Stadt Saria gehen. Los geht's. Dann würde ich sagen, wir fackeln gar nicht an lange und legen los. Ja. Und sprechen wir mit den Bewohnern, weil wir kriegen hier noch einen guten Zauber, den wir nutzen sollten. Augen auf, Ganon ist überall, sei vorsichtig. Nice. Entschuldigung, ich weiß nichts. Au! Was? What? Was? Genau! Was? Wie? Brudi, hä? Alter! Warum das denn? Brudi, was ist mit der denn los? Wo kommt die denn? Hä? Oh nein. Oh Gott. Verwandeln die sich jetzt alle in... Ich will nicht mit dir reden! Oh... Hallo. Wie wär's? Okay, also ein bisschen so... Die verwandeln sich alle! Schnell weg hier! Geh weiter. Sprech nicht mehr mit diesen Damen, aber wir müssen mit einer reden. Ich hab meinen Spiegel verloren. Ah, genau. Und die müssen jetzt damals... Ich weiß, wo der Spiegel ist, geh jetzt mal weiter. Okay. Du musst mir gleich in ein Haus rein. Und erstmal zur Hauptstory von da beim Tisch. Da beim Tisch? Ja. Ich habe einen Spiegel gefunden. Unter dem Tisch. Gut. Ja, da guckt jemand wahrscheinlich unter die Damenkleidung, wenn jemand sich da unterhockt. Klar, ne? Das ist der Spiegel. zur grundlegenden Story, ja, das kam ein bisschen zu kurz. In Legend of Zelda wurde ja Ganon besiegt. Ne? Ja. Und es gibt jetzt irgendwie einen Kult, die versuchen, Ganon wiederzubeleben. Aber dafür brauchen sie Links Blut. Nice. Und ja, und das sollten sie nicht bekommen, ne? Richtig. Und wir versuchen natürlich, wir müssen jetzt Zelda erstmal wieder aufwecken, die schläft wieder sehr tief und dementsprechend müssen wir 6 oder 8, ich weiß nicht mehr ganz genau, irgendwelche Perlen suchen, damit wir das schaffen. Und das ist die Story. Richtig. Oh, du hast meinen Spiegel gefunden, folge mir. Okay, hübsche Dame, Huan folgt dir doch gerne. Ich folge dir gerne. Oh. Und hier kriegen wir einen guten Zauber. Nice. Ja. Oh, guck mal, der zieht sich wieder schön einen durch. Und weißt du, was wir vergessen haben, bevor du jetzt mal nutze diese Magie, um dein Leben wiederherzustellen. Ja, dann nutz die mal. Wähl die aus, Link. Danke. Nice. Das heilt dich. Cool. Wir sollten dementsprechend nächstes Mal Magie skillen, ne, wenn wir können. Ja. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ah, genau, wir haben was vergessen, was wir eigentlich in der Huan-Timeline eigentlich generell gemacht haben. In Ocarina of Time zumindest. Ja. Wir sollten die Gegner benennen. Ach ja, stimmt. Das haben wir ja voll vergessen. Ja. Oh, hier ist ein Friedhof. Oh, guck dir die mal an, Alter. Die hat wohl den einen oder anderen Burger zu viel gegessen. Im Midoro-Sumpf findest du einen Handy-Handschuh? Wahrscheinlich meint ihr einfach nur einen Handschuh. Ja, oder einen leichten Handschuh. Ja. Rede. Oh. Hallo? Rede mal mit denen, können wir denn? Ja, ne? Ja, nice. Okay. Nice. Jetzt wisst ihr, was der macht. Alles klar. Alles klar. Mein klebriger Freund. Ja. Du weißt Bescheid. Du weißt Bescheid, ja. Oha. Und da müsst ihr mit dem jetzt reden. Sehr wichtig. Kennst du Bagu? Dann kann ich dir helfen, darüber zu kommen. Ja, und das hilft uns jetzt. Und wir mussten wieder Bagu ansprechen. Bagu, erinnerst du dich im letzten Part, dieses komische Haus in der Wald? Ich erinnere mich dran. Den mussten wir tatsächlich ansprechen, damit wir hier rüberkommen. Ja, da öffnet du die Brücke wieder zurück. Ach so. Ja. Gut gemacht. Ja, und jetzt kommen wir nach links. Du musst jetzt runter. Bäume! Und ich würde dir raten, bevor wir da gleich reingehen, dir ein Safe State anzulegen, weil der wird sonst sehr hart. Watertown of Saria.
Wasserstadt von genau. Saria. Wir wissen Bescheid. So, und jetzt geht's nämlich in den Todesberg. Und der wird sehr stressig für dich. Sehr viele böse Feinde lauern auf dich. Und ich würde dir raten, noch dir ein State oder ein Safe anzulegen. Und ja. So, Safe ist angelegt. Alles klar. Dann ab in den Todesberg. Los geht's. Des Todes natürlich. Und am besten ist, du hältst dich immer rechts. Immer rechts halten, gut. Und pass auf, die Gegner sind sehr bösartig hier. Sehr bösartig. Und solange wir voll sind, der besten V, pass auf, jetzt kommt gleich. Das ist übrigens der Wilhelm. Das ist der gute Wilhelm. Der Wilhelm mit seinem langen Speer. Ja. So. Der Wilhelm mit seinem langen Speer. Aber die geben gut EP, ne? Oh ja, ist klar, Bruni. Pass bloß auf. Nicht zu vorschnell. Geld, Punkte. 50 EP, lecker. Nice. Wir sind durch. Dann weiter rechts. Euch kenne ich doch. Pass auf, die spucken. Gut gemacht, Link. Wie nennen wir die Monster? Nennst du die Monster? Das ist Hentaimon. 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 So, Hentaimon ist besiegt. Pass auf. Oh das nein. Ist, Alfred. Oh nein. Alfred. Alfred ist besiegt und er hinterlässt uns Punkte. 200. Magie, yo. Alter, ne? Ja, safe. Nice. Was bringt eigentlich das Magie jetzt Stufe 4? Es füllt es dann mehr auf? Es ist mehr einfach. Ja. Nee, es füllt nicht mehr auf. Also du hast halt mehr Magie. Und kannst damit dementsprechend mehr zaubern, ne? Ah, okay. So, deswegen, wir sehr müssen gut. Unbedingt weiter EP sammeln. So, damit ist Hentaimon besiegt. Bin alle... Nicht einsammeln, erst Zauber. Passt schon, wir sind doch eh hier raus. Noch haben. Es geht noch weiter. Ich hätte. Noch haben wir genug Leben. Ich hätte an deiner Stelle aber lieber erstmal dich vollgehielt und dann die Magie dran eingesammelt. Ja, ich werde beim nächsten Mal dran denken. Sorry, ich muss erstmal reinkommen. Ja. Sind halt nur so eine Kleinigkeiten. So eine kleine. Alter, ich hasse Fleder. Tipps, ich hasse geben Fledermäuse. Kann, ne? Die geben halt auch nur 3 Erfahrungen, ne? Echt? Und die rauben einen den letzten Nerv. So, weiter geht's. Der gute Huan schlägt sich... Oh Gott. Nee. Oh Gott, Axt! Axt! Wie heißt der? Axtfried, Alter! Axtfried! Geh weg! Oh, jetzt heal ich mich einmal. Der ist wirklich... Ja, bei dem... Der Dude, das übrigens verbraucht... Einmal heal, verbraucht die Hälfte deiner Magie, ja? Ja, ich sehe schon. Das heißt, wir können uns maximal 2-mal healen. Ich würde da nicht hochgehen. Oder? Kannst aber testweise machen. Aber ich glaube, wir sollten weitergehen. So, ich gehe testweise mal hoch und tschüss. Nee, Axtfried. Lassen wir Axtfried mal in Ruhe, diesen kleinen Lappen. Seine Axt ist mir dann doch etwas zu scharf. Immer rechts. So. Immer rechts. Oh Gott, nein. Oh Pass Gott, auf. Nein. Die haben alle irgendwie so Fred im Namen, ne? Fischfred, Alter. Lass mich in Pass auf, duck dich doch einfach Gott. Nicht und wärme ein Schild Fischfried, ab. Fischfried, lass mich... Ja, doch. Genau. Fischfried. Genau, der kam da einfach gesprungen, Alter. Was für ein Lappen. Oh, Magie. Und das war Schleimfried. Erstmal sollte ich mich heilen. Und dann kann ich Magie einsammeln. Oh Gott. Ja. Oh, Axtfried. Ist es Axtfried? Ja, und ich kann Axtfried mit den Schwertstrahlen nicht angreifen. Oh Gott. Und ich kann den Sprungangriff leider noch nicht. Nein, oh. Das war ein Zwischenboss, Alter. Ach. Nein, der kommt noch sehr oft. Oh. Ich. Ja, da kommst du jetzt nicht mehr hoch. Du hast dein Dings verschwendet. Deine Magie. Ich musste meine Magie verschwenden. Ja, das stimmt. Da musstest du. Ich glaube, dieser rote Trank ist ein Heiltrank, oder? Ich glaube schon, ne? Und wir können noch nicht die Sprung... Oh Gott. Oh, Alfred. Alfred ist zurück. Und wir können auch nicht die... Ich glaube, die kannst du aber abwehren. Die Schild, den Bumerangs kannst du abwehren. Und die, Du musst das Ducken noch ein bisschen heraushaben, ne? Ja, das vergesse ich immer. Oh Gott. Oh nein! Weil... Axtfried! Springt der hier hoch? Oh Gott. Nee, das springt zum Glück nicht hier hoch. Ich kann trotzdem nicht schlagen, ne? Scheiße. Wie kommen wir da jetzt durch, ohne großartig Schaden zu bekommen? Oh, gut gemacht, Link. Helle Steuerung muss noch reinfinden, ne? Ja, jetzt erstmal wieder im Part, ne?
So. Ah, du hast aber schon gut. Du hast es schon gut raus. Nein. Ja, die hat sich getan. Was, das waren zwei? Das waren wohl zwei. Oh, Magie. Oder er hat sie geteilt. Oh, nice. Magie ist sehr gut. Ja, damit können wir uns nämlich heilen. Axfried, ne? Axfried, dieser Lappen. Jetzt wieder nach unten, ne? Schätzt schon. Die geben auch nur zwei. Der springt hier Wetten hoch. Nee, der färbt sich. Der färbt sich nur ein. Oh, kann ich Ax... Diese Hentai-Schleime, ne? Axfried! Warte, warte. Pass auf. Vielleicht kannst du dich ducken und von unten schlagen. Ich versuch's. Das geht nicht. Du musst näher ran. Du musst in den rein, du musst gegen ihn hinlaufen, ne? Ihn so also antackeln und dann Schwert, ne? Ja, genau. Ich muss darauf achten, dass er gerade nicht schlägt. Dann kann ich da ihn einfach wegtackeln. Oh, Axfried kommt. Au! Au! Oh, ich hasse Axfried, ne? Ich auch. Er ist ziemlich kacke. Oh, das füllt Magie komplett das auf. Das füllt ihn Leben. Ja, nice. Sehr schön. Das ist cool. So, weiter runter. Ein Schleim. Und stell dir vor, wir haben den Easy-Mode. Ja, und das ist so heftig, echt, ne? So. Also, ich sag mal so, der Easy-Mode ändert nichts am Spiel. Nur an den paar Prozentwerten, ne? Ja. Man kriegt zum Beispiel weniger Schaden Das Spiel und ist dasselbe. Das Spiel bleibt dasselbe. Genau, das Spiel ist halt trotzdem dasselbe. So, Axfried ist tot. So, das war's mit dem Lappen. Oh Gott. Noch ein Axt. Ja, genau. Die Schleime springen hoch. Ja, Axtfried, du triffst mich aus 500 Kilometer Entfernung, ne? Kleiner Lappen, Alter. So ein Spinner, Alter. Oh, noch mehr Magie, dann... Ja, erstmal heilen und dann... Schön die Magie gönnen. Wir sind durch. Gut, links. Links. Genau, da ins Loch oben. Die Fee sammle ich jetzt nicht ein. Da ins Loch oben. Hey, wo gehst du hin? Ah, da ins Loch. Okay, gut. Die musst du erstmal runterhauen, weißt du doch. Au! Da hat er versucht. So, weiter. Fünf Erfahrungen geben die. Fünf Erfahrungen haben oder nicht haben für so einen leichten Gegner, ne? Ja, ich sollte nur diese Steine ausweichen, ne? Alter! Ja, so langsam wird's, ne? Sehr gut. Alter Falter! So. Da oben. Genau, da ins Loch. Auf ins Loch. Hier werden wir was Gutes bekommen, was wir gebrauchen könnten. Eventuell ist das sogar notwendig. Nice! Oh, oh nein! Axfried! Da schmeiß ich! Ja! Oh, jetzt hat er auf abgesehen. Oh Gott, jetzt dreht er durch, Alter. Oh, wir haben ihn besiegt. Easy. Man schmeißt ihn. Was hat Nintendo eigentlich immer mit werkzeugwerfenden Gegnern? Ja, keine Ahnung. Hammerbrüder, Axtbrüder hier. Oh, was bist du denn, Alter? Glutexo? Ja. Genau, Glutexo. So. Der sah halt ein bisschen aus wie Glutexo, wie eine Zwischenform zwischen Glutexo und Glubak. Ja, ich heile mich gleich, wenn ich den besiegt habe. So, perfekt. Axtfried schon wieder. Alter, Axt. Alles voller Axtfrieds hier. Alter! Oh, stirb, Axtfried. Level. Wir können Leben erhöhen. Ja, sollten wir auch. Gut, habe ich gemacht. Sehr gut. Jetzt machen wir. Wir werden immer stärker. Ja, erstmal alles hier oben clearen, ne? Ja, würde ich auch sagen, ne? Falls wir irgendwas Gutes bekommen oder so. Oh, Hentaimon ist zurück. Hentaimon ist easy. Hier ist nix, Sackgasse. Ja, nice. Dann können wir wieder gehen. Aber du kannst trotzdem mal nach rechts gehen. Meistens irgendwo gegen die Wand schlagen. Meistens ist vielleicht eventuell mal was versteckt. Guck. Nee, sah grad so aus. Manchmal ist nämlich irgendwie an welchen Wänden oder so. Wie zum Beispiel, wenn er in der Statue steht, manchmal was versteckt. Ah, okay, nice. Dann können wir jetzt aber hier runtergehen. Richtig. Und dann kannst du dich entscheiden. Ich glaube, ich gehe nach links. Genau, Axtfried. War klar. Axtfried ist zurück. Danke, Axtfried. Also Axtfrieds Weiterentwicklung. Kann ich den... So. 100. Die geben gut EP, ne? Ja. Oh, Hentaimon. Ich
mag Hentaimon. Hentaimon ist süß. Ja. Mit seinen kleinen Zähnchen. Oh, voller Leben, ein Magietrank. Sehr gut. Super. Hat sich doch gelohnt, Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dafür Schaden zu kassieren, damit Hentaimon uns hier beschießen kann. Ja. So, dann war links schon mal falsch und wir gehen rechts. Richtig. Gott, schon wieder. Und natürlich kommt ja wieder Axfried. Was ist mit diesen Leuten? Ist das ein Krokodil oder ist ich das? Ich glaube, das ist ein Exal. Das ist bestimmt. Das soll bestimmt ein Exalfass sein. Alter! Jetzt stirbt. Oh, Punkte. 200, Alter. Nicht einfach so weitergehen. Nicht einfach den Screen verlassen. Passiert hier irgendwas? Oh, oh. Pass auf, dass du nicht da irgendwie getroffen wirst von engen Gegnern. Dann fällst du nämlich sofort nach. Du fällst nämlich zurück. Weißt du, du kriegst einen Rückstoß. Oh, Alter. Alter, Woody. Weil du kriegst nämlich einen Rückstoß, wenn du in der Luft getroffen wirst. Und dann fällst du wieder ins Loch. Willst du nicht riskieren? Nee, das will ich wirklich nicht riskieren. Wir sind durch. Auch wenn Löcher ab und zu noch gut sind. Platforming in Zelda, Alter. Oh nein, Axtfried schon wieder. Ja. Alter. Axtfried schlägt so schnell zu, dass ich gar nichts machen kann. Ja, ist klar, Woody. Noch ein Axt. Er wirft. Au. Voll in den Hinterkopf, oh, oh. Alter. Oh, oh. Puh, das war knapp. Der, oh Gott, ich hasse dich, Alter. Oh, was haben wir denn hier? Das ist der Hammer. Den Hammer. Und was jetzt? Wieder zurück? Ja. Den ganzen zurück. Weg. Kann ich nicht einfach sterben? Das geht schneller. Nee, du musst den ganzen Weg. Scheiße. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wo landest du eigentlich, wenn du stirbst? Dann bist du ja wieder dann vor. Dann bin ich wieder bei, dann bin ich wieder bei Zelda. Screens. Ja, willst du das? Das wäre kürzer, glaube ich. Nein, wir müssen nämlich, bevor wir hier gerade sind, wieder raus. Ach so. Genau an diesem Ort. Okay, das heißt, wir müssen sowieso nochmal, ach ja, wir mussten ja nochmal in die Stadt, ne? Nee, es gibt hier noch gleich neben den Höhleneingang noch einen Felsen, den wir damit zerstören sollten. Ah, okay, nice. Das werden wir tun. Glutexus weiterentwickeln. Da gibt's noch eine Kleinigkeit zu holen. Glutexus Weiterentwicklung. Ich würde nicht. Was hast du gerade aktiviert? Nix, nur Heilung. Ach so. Den da. Da, genau. Da, den Stein. Wie zerstöre ich den jetzt? Ansprechen. Schlagen. Ah! Oh, was bist du denn? Yes, mehr Magie! Richtig! Nice! Das ist der Magietrank, der den Magie komplett auffüllt. So, jetzt geht's nach rechts. Ich wollte das nochmal sehen. Sorry, das ist so witzig. Ist schon cool, ne? Also es ist manchmal, auch wenn das wahrscheinlich das unbeliebteste Zelda mit ist, irgendwie trotzdem coole Momente. So, jetzt einfach rechts halten. Einfach rechts halten. Ganz nach rechts. Ja, ganz rechts und da oben in die Höhle rein. Los! Ja! Boah. Geschafft, ohne Gegner. Und pass auf. Ja, genau, Hentaimon, ne? Lass dich nicht davon in der Luft treffen. Du kriegst einen kleinen Rückstoß, weißt du, ne? Ja, ich weiß. Auch wenn du davor stehst, weil ich glaube nicht, dass du in die Lava fallen möchtest. Das meine ich. Genau das meine ich, Alter. Was passiert, wenn ich in die Lava falle? Bin ich tot? Du bist instant tot, oh, ja. Oh, scheiße, wirklich? Ja, du bist instant tot. Soll jetzt einfach nördlich halten. Es scheinen keine Gegner zu kommen, wir sind safe. Hier geht nichts kaputt. Und jetzt über die Brücke, ne? Ja, und jetzt gehst du nach, genau, rechts über die Brücke und dann Weg entlang nach oben, nach Norden. So, das war's für. Wie hieß Wilhelm? Wilhelm ist tot. Wilhelm, nicht Wilfried? Nee, das ist Wilfried, ist Wilfried, ja, ne? Genau. So. Husch! Blasen. Ja, dann hast du auf jeden Fall was fürs Thumbnail. Wir waren in den Todesbergen. Ja, pack ich den Todesberg rauf. Alter! Stirb doch! Nicht Axtfried? Axtfried! Danke. Dieses Spiel treibt mich jetzt schon zur Weißglut. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen. So, jetzt pass auf. Nicht zu den Grabsteinen. Das sind sehr starke Gegner. Geh einfach nur oben den Weg entlang. Okay, so, ne? Dann passiert dir nichts. Alles vorsichtig. So, und jetzt geht's nach oben, da den fetten Felsen. Oh Gott. Oh, Alfred. Oh nein, hier ist er nochmal. Ja. So, oben. So, Weg entlang. Du
kannst du jetzt nach rechts. Ja, genau. Erstmal nach rechts kannst du gehen, da in der Stadt dich bestimmt irgendwie heilen. Wenn du Bock hast. Dann gehen wir uns mal heilen. Ich möchte das gerne anreden. Harbor Stadt auf Mido. Also Hafenstadt von Mido. Mido. Hallo. Junger Freund. Kann ich mich bei dir heilen? Du musst irgendeine Frau ansprechen, die dich da hingeleitet, ne? Ach, die da. Lass mich dir bitte helfen. Komm rein. Komm doch rein. Ich kann dein Leben heilen. Danke. So, dann können wir gehen, ne? Danke. Du kannst dir gerne in der Stadt umgucken, weil es gibt in jeder Stadt ja einen Zauberer, der dir den Magieball bringt. Also solltest du mir vielleicht überprüfen immer. Die Häuser reinchecken, die Frau, die Damen einmal abchecken. Niemand ist hier, aber... Was ist denn? Ach so, die Kirchenglocke. Kirchenglocke, Church. Kirchenglocke wird läuten. Rede mit Error von Ruto über den Tempelpalast. Ja, tun wir bei Zeiten, ne? Ja, jetzt können wir erst mit Error reden, ne? Hier sollen wir ja noch nicht hin, eigentlich. Kleiner Cracker. Der kleine Cracker, Alter, ja. Der Inselpalast im Süden hat ein, Floß. Ja, Floß. Genau das Wort habe ich gesucht. Ich will hier rein. Ah, da ist die Kirchenglocke. Aber komm nicht rein. Aber du kannst ja mit Zauber nach oben springen. Geht das? Ich versuch's. Bestimmt, oder? Nee. Ja, nach rechts da, rechts. Vom Haus, Nebenhaus. Da ist auch eine Decke. Hier. Nee, geht nicht. Doch, geht. Sicher? Doch, nice. Geht. Ist hier irgendwas Cooles? Ja. Hier ist bestimmt der kiffende Weise. Oh, nein. Nee. Wenn du springst und nach unten drückst... Oh, jetzt haben wir einen sehr guten Angriff. Ja, jetzt genau. Können wir das hier. Genau, der Schlag nach unten. Und der bringt uns sehr viele Vorteile. Gerade gegen Alfred oder sowas. Damit können wir richtig schön... Weil der ist nämlich sehr, sagen wir mal so, sehr nett. Großzügig von den Hitboxen her. So, jetzt kannst du die Stadt verlassen und dann nach Dings gehen. Okay. Vorher können wir noch eine Kleinigkeit holen, wie den Herzcontainer, wenn du Bock hast. Ja, den holen wir noch. Und danach gibt es noch irgendwo 200 Erfahrung. Die sehe ich hier gerade und dann geht's halt zum Midoro-Palast, also den nächsten Dungeon. Aber erstmal müssen wir den zweiten noch durchspielen. Das ist ja der zweite Dungeon. Da waren wir doch, der Midoro-Palast. Da waren wir doch im letzten Part, oder? Wir haben noch nicht geschafft. Ja, genau, da müssen wir dahin, so. Und wo geht's jetzt hin? So, südlich und jetzt halt einfach nach links den Weg entlang erstmal. Die Felsen bauen sich natürlich wieder auf. Ja, war klar, ne? Die bleiben natürlich nicht weg, weil Zelda klar. Und so. So, nein. Wo jetzt lang? Nach Norden? Norden. So, Jeska, im Osten ist noch ein Felsen, der kann es zerstören. Und dahinter befindet sich eine Höhle. Die da, siehst, ne? Siehst du da ja schon. Genau. Da gibt es noch ein Herzteil oder ein Herzcontainer, ich weiß nicht genau. So, weg mit dir. Danke. Alfred. Weg mit dir, kleiner Lappen, Alter. So, in der Höhle ist diese Downwards ein bisschen doof, wenn die Höhle... Ah, da ist es. Nice. Wir müssen natürlich so viel mitnehmen, wie wir können, ne, bevor wir in den Dungeon reingehen eigentlich. Ja, definitiv. Eigentlich. Weil das Spiel ist selbst ist mit halt dem Easy Mode ist das nicht einfach, Leute. Richtig. Und ich darf das nochmal so spielen, da habe ich echt noch weniger Lust drauf. So, jetzt halt ihr einfach nach links. Genau, nach links und wieder durch weiter den Wald. Weiter nach links. Weiter, nein, weiter da. Und da eine Höhle rein. Da gibt es noch einen Beutel mit 200 Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob wir da schon drin waren. Da waren wir schon drin, ne? Kann sein. Oh, nice. Der Angriff ist wirklich echt gut, wenn man mit dem umgehen kann, ne? Ja. Dafür brauche ich aber noch ein... Man muss halt erstmal muss man sowieso die Steuerung lernen, ne? Das ist ein bisschen sehr schwierig. Genau. Dafür muss ich noch ein bisschen wieder reinfinden. Ich glaube, hier waren wir doch noch nicht. Nee. Nice. Was sehr wollen wir gut. Aufrüsten? Attack, ne? Richtig. Jetzt machen wir noch mehr.
Und damit sollten wir es eigentlich im nächsten Dungeon leichter haben, ja, ne? Ja, denke ich auch. Gerade mit dem Heilzauber. Wir haben einen Heilungszauber, wir haben mehr Magie, wir haben jetzt höheren Angriff und sogar mehr Leben dazu bekommen in und der höhere Zeit. Magie auch noch. Magie haben wir auch noch. Ach, hast du ja, glaube ich, gesagt, ne? Ja. Als erstes, ja, glaube ich. Genau. So, dann können wir uns gleich... So, jetzt halt nach links. Oh, cool. Hier können wir nochmal unsere Magie komplett auffüllen. So, perfekt. Gehen wir. Und dann geht's im nächsten Part, würde ich sagen. Wir machen das nicht in diesem Part, wir machen im nächsten Part im Dungeon, ja, ne? Ja, würde ich auch sagen. Au! Und sollte ich auch versuchen, so gut es geht, ohne Schaden durchzukommen. Oh nein, Vögel! Ich hasse Vögel! Schnell! Nein! Oh. Oh. Ich finde es halt schon irgendwie nice, das Spiel, ja, irgendwie, ne? Irgendwie schon, ne? Wollen wir hier beenden? Wollen wir hier? Hier ist ein guter Ort, warte, ne? Wir beenden im Dungeon direkt. Sollte passen. Ach so. So, hier. So. Na Leute, ein bisschen kürzer der Part, aber jetzt noch so die 5 Minuten für den Dungeon aufzubringen, ist auch schwachsinnig. Im nächsten Part. Geht ja schon lang genug eigentlich. Ja, ne? Genau. Im nächsten Part, Leute, machen wir diesen Dungeon dann zu Ende. Wir sind sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Safe. Und wir werden hoffentlich nicht verrecken. Wir hoffen mal das Beste. Ich überlasse dem Miku das letzte Wort und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und ja, tschüss.